Hallihallo, herzlich willkommen zur nächsten Episode von Let's Play Metro. Ich versuche die Episoden jetzt immer so wieder bei 15 Minuten zu belassen. Kann auch mal ein, zwei Minütchen länger werden. Mal schauen, wie die Level so werden. Ja? Gut, klicken wir mal auf Fortsetzen. Wir waren jetzt im Kapitel 2. Die Riga-Station war nur der erste Halt auf meiner Reise. Aber die Karawane fuhr nicht weiter. Komm, lad mehr. Oh, schneller. So, zack. Alles klar, Jungs. Trinken wir auf unseren Freund Achom, der Monster und Anomalien gleichermaßen bekämpft. Auf Achom. Auf die. Das ist diese Bordsteinschwalbe. Ohne dich, Achom, wären wir wie Kohl zerfetzt worden. Du hättest einen Orden verdient. Oder wenigstens etwas extra, Mun. Hier, nimm das. Cool. Auf dich. Die sind zwar so schnell weg, die paar Kugeln, aber egal. Was soll's? Achom, bist du wirklich immun gegen diese Scheiße? Mal sehen, ob dieser Pilzwolke einen umhaut. Okay, das müssen wir mal untersuchen. Auf unser Glück und auf Achom. Tolles Spiel, wo nur gesoffen wird. Der Wodka haut rein. Wem sagst du das? Der Tunnel zum Markt ist verschlossen und ich langweile mich zu Tode, während ich herumsitze. So, halt, wir sind durch eine Art unsichtbare Welle gefahren und wurden ohnmächtig. Danke, mein Freund. Als ich zu mir. Du hast uns da draußen gerettet. Hier liegt doch was. Ha, Munition. Unser Freund Artyom war okay. Anscheinend hat der Tunnel keine Wirkung auf ihn gehabt. Daher schoss er auf die Viecher. Mann, ich weiß nicht mal, wie wir es zur Streckensperre geschafft haben. Spielen? Ich trinke ebenfalls auf einen sonetten Gern. Gut, da unten ist ja jemand. Schön. Hat man ein anderes nicht spielen? Ich hab meine Rechte! Lass mich aus der Station raus! Was interessiert es dich überhaupt, ob ich lebe oder sterbe? Patronen. Es interessiert mich überhaupt nicht, Arschloch. Aber ich habe meine Befehle. Ah, Händler. Probieren Sie aus und aber ich glaube, ich habe noch nicht genug Munition, beziehungsweise, ja, Mund, um was Anständiges zu kaufen. Da liegt welche. Aha. Wow, bist du wirklich auf einem Handwagen hergekommen? Klar, mit dem Handwagen sind wir alle hergekommen. Wow, sind sonst? Ich würde gern mal auf so einem Ding fahren. Kannst du mir eine Patrone geben? Hey, Junge, na, ich geh mal gucken, wie teuer der Spaß ist. Sonderangebote, Rabatte, beste Waffen von den Schmiedemeistern. Dieses Ding ist fünfmal besser als ihre Spielzeugwaffe. Mhm. Die beste Waffe der Welt. Sehr empfehlenswert. Bastard mit Schalldämpfer, wuhu. Naja. Hallo? Was hat der denn? Filter! Dynamit! Dolch! Schärfere gibt es nicht! Hey, die fetzen ja. Sie niemand nützlich. Sie niemand nützlich. Was die 10? Sehr schön. Gut. Wie auch immer. Der beste Wechselkurs in der ganzen Metro. Puh. Das ist ja teuer. Also, lohnt sich ja fast gar nicht. Gute ja, ich kaufe mir mal noch so ein Messer. Wie auch immer. Da habe ich jetzt wenigstens zwei. Ja, und jetzt? Jetzt lang, da steht ein kleiner Junge. Hallo. Sind Sie Artyom? An der schwarzen Straße wartet ein Mann auf Sie. Er ist irgendwie groß und unheimlich. Und er riecht auch nicht gut. Schön. Für eine Patrone führe ich sie dahin. Gibst dem Geld mit. Na gut, dann suchen Sie ihn doch selbst. Wozu habe ich denn sonst die Map? Wirklich geizig. Hey, Junge, was willst du mit Munition anfangen? Du kannst damit ihr nichts anfangen. Was ist das
jetzt Schlafkabinen hier? Oh mein Gott. Na gut. Wo sollen sie sonst alle pennen, gell? Aussehen. Als ob die auf dem Schlachthof arbeiten. Ah, Munition. Munition. Bin ich jetzt? Hier irgendwas? Ah, okay, toll. Ne, hier gibt's nichts. Wunder, was ist das? Ein Filter, aber den brauche ich schon. Kann ich das Ding nicht zur Seite schieben? Na gut, dann gehen wir mal wieder zurück. Gibt's hier irgendwas? Ah, da, Munition. Schön, schön, schön. Komm her, du bist Artyom, ah, richtig? Setz dich. Ich hab schon gefunden, obwohl ich das gar nicht wollte. Ja, ich komm gleich, setz mich zu dir, aber lass mich doch noch ein paar Sekündchen hier erkunden. Was ist hier vielleicht? Oh, eine Puppe. Vielleicht gibt's ja hier noch was. Da zum Beispiel. Nein, toll. Ah, da. Komm ich rein? Verdammt, ich komme da nicht rein. So, mal gucken. Ja, weniger als die Hälfte hat unsere Lampe noch Saft. Da laden wir die nur schnell auf. Komm her, du bist Artyom. Gut, so, jetzt labern wir mal zu. Man nennt mich Bourbon. Hör zu. Ich muss zur trockenen Station, um Geschäfte zu erledigen, aber dieses Rattenloch ist abgeriegelt. Ich kenne jedoch eine sogenannte verfluchte Passage, vor der man hier Angst hat. Boah, hat die da hinten aber ein paar ich fette gehört Waden. Habe, wirkt die Scheiße in den Tunnels bei dir nicht. Du kannst mir also dorthin helfen. Ja, genau. Und ich gebe dir meine AK, wenn wir dort sind. Aha. Abgemacht? Gut. Hier ist eine Vorauszahlung für den Fall, dass du dich erst ausrüsten musst. Ja, gut. Bist du bereit? Klar. In diesem Mistloch zu hocken ist nutzlos. Auf geht's, mein Bester. Ich habe ja noch die Schrotflinte, sehe ich gerade. Ah. Also geht's doch hier hinten lang. Wackelt das Feld. Hä? Komisch. Das war mein Grafikfehler, wa? Na los, mach hin. Chef kommen. Verlorene Tunnels. Als ich mit Bourbon den verlassenen Tunnel betrat, fragte ich mich, ob es falsch gewesen war, ihm zu vertrauen. Aber die Stationstore waren noch immer geschlossen und es war nicht abzusehen, wann ich sonst da wegkäme. Hm. Ja, gut, machen wir weiter. Klasse, wir sind raus. Jetzt halte deine Augen offen, die Fahrt ist vorüber. Es sind schon viele Typen in diesen Tunnels gestorben, aber wenn wir uns gegenseitig decken, kommen wir durch.
denn? Ach, nur langsame Schleicher. Die greifen nur selten Personengruppen an. Aber wenn du alleine bist, musst du aufpassen. Was? Ich hab gar nicht zugehört. Was hat er erzählt? Irgendwas von wegen alleine sein und aufpassen. Okay. Was war das jetzt für Viehzeug? Schlaf mal nach. So. Seltsame Geräusche. Entweder macht der Boden dieses Geräusch oder der Wind. Ich habe auch Geschichten von singenden Rohren gehört. Wenn du länger zuhörst, kannst du die Stimmen der Toten hören. So ein Quatsch. Ah, da sind ein paar. Ah! Komm, das Vieh jetzt her! Und wo ist es hin? Hä? Komm, put. Oh, da war ein Loch. Tada, fail. Ja, zum letzten Speicherpunkt bitte. Zuerst kannst du die Stimme der Toten hören. Mann. Komm mit. Komm. Die Viecher von einem Loch zum nächsten springen hier irgendwie. Ah, wo bist du? Mistviech. So, jetzt passe ich auf, da ist ein Loch. Cool! Das nehme ich. Ein Luftdruckgewehr. Ja. Ist das nachgeladen? Das gucken. Cool. Ich glaube nicht, dass das viel Schaden macht, aber fetzt doch. Luftdruckgewehr fetzt immer. So, da steht er ja noch. Gut. Da ist ein Zug. Oder eine Metro. Ich kann natürlich nicht reinhüpfen. Ja, was ist denn das für Zeug? Das sieht total eklig aus. Scheiße, eine Karawane, alle sind tot, den Stil kenne ich, Banditen, und die Hanse prahlt, damit sie ausgelöscht zu haben. Halte deine Augen offen, die werden uns nicht einfach so durchlassen. Wo geht's hier? Ah, hier ist zu. Alarmsystem, alt, aber wirkungsvoll. Wenn du unerwartet ankommen möchtest, solltest du die Dose nicht berühren. Okay. Dann kann ich den Koffer nicht aufmachen. Halt, da lag was. Pass auf, wohin du trittst. Jedes Geräusch ist gefährlich. Hoppla, eine Drahtschlinge. Ausgezeichnet, um Blinde und Wagemutige zu beseitigen. Du weißt, was du tun musst. Ja. Was sind das für Dinger? Pfeile oder was? Yeah.
Was ist denn das in dem Fass? Ruhe, wir haben Gäste. Verstecke dich in dieser Ecke und sieh zu, wie Onkel Bourbon arbeitet. Ich knall ihn gleich ab. Das wird nun eine Lehre sein. Nimm das Messer als Trophäe und komm. Schnell! Sie haben sich verbarrikadiert. Ich denke, der wollte mir zeigen, was er kann. Mal richtig kalt. Das ist für ein Trottel. Ah, Glasscherben müssen natürlich umnehmen. Was? Ganz ruhig, ganz langsam über die Glasscherben drüber, dann passiert hier auch nichts. Ach, verdammt. Macht er wirklich kaum Geräusche. Ach, Leute. Muss vorsichtig sein. Ruhe! Was? Ruhe! Halte deine auf! Ruhe! Scheiße! Wir verlieren Männer! Scheiße, wir verlieren Männer, zack, tot. Klappe halten! Auf dem Boden, Mist! Wir haben Verluste! Verflucht! So, jetzt könnte ich doch rein theoretisch, wir scheißen. Haben Verletzte! Mit der, na hier, mit diesem Luftdruckgewehr weiter zu ballern. Hat ja jetzt eh keinen Sinn mehr. Sie wissen ja, dass ich da bin. Du bist da. Nimm das. Ich hab doch diese lustigen Messer. Ah! Verdammt, jetzt hat er mein Messer. Jetzt renne ich mal woanders hin. Warum macht Bourbon nichts? Bourbon ist doof. Okay, an der Stelle beende ich jetzt mal die Episode. Fazit, Bourbon ist doof. Der hockt da und macht nichts. Und ich bin der Einzige, der hier versucht, was zu unternehmen. Na los, komm. Einen mache ich noch. Wenn ich ihn erwisch. Gut. Na dann, macht's gut. Wir sehen uns bei der nächsten Episode. Euer Herr Jesus.